Aber jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Wenn wir Silvester haben, wenn Sie hier sind, können Sie uns nicht mal einen Trick richtig erklären, dass wir ihn verstehen? Na gut, ich mache das, weil heute Silvester ist, das Jahr 2000. Ich werde Ihnen jetzt verraten, wie alle Zauberkunststücke auf der Welt funktionieren. Sie können alle ganz nah heranschauen und zuschauen. Ich erkläre Ihnen das mit Hilfe eines Stückchens Bindfaden. Vielleicht, wenn Sie mir mal helfen, den abzurollen, ja, noch ein bisschen, ja, und abreißen einfach. Es gibt Leute, die glauben, Zauberer arbeiten mit Tricks. Das stimmt natürlich nicht. Wir Zauberer arbeiten mit Illusionen. Und die am häufigsten verwendete Illusion ist die optische Illusion. Das heißt, man glaubt jetzt zu sehen, dass dieser Faden zerrissen ist. Glauben Sie zu sehen? Ja. Ja? Sie glauben das, aber es ist nur eine optische Illusion. Das zweite ist die akustische Illusion. Achtung, darf ich mir ein Ohr leihen? Nicken Sie laut, wenn Sie glauben. Ja, Sie glauben gehört zu haben, wie der Faden zerrissen ist, aber es ist nur eine akustische Illusion. Und das dritte, auch sehr, sehr häufig verwendet, ist die haptische Illusion. Haptisch bedeutet fühlen, das kennt man, das ist der Tastsinn. Wenn man auch Fangen spielt, sagt man ja auch haptisch und spürt. Ja. Darf ich Sie mal bitten, einen Finger auszustrecken hier vorne hin und Sie glauben zu fühlen, ja, wie der Faden zerrissen ist. Scheinbar optisch, akustisch und haptisch wird dieser Faden in lauter kleine Stücke zerrissen. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Illusionen natürlich wieder rückgängig zu machen. Und ich lasse ein kleines Stückchen Faden übrig und knolle den Rest zu einem Illusionskügelchen zusammen. Achten Sie darauf, ich mache alles an meinen Fingerspitzen und dieses Kügelchen ist ein kleines bisschen klebrig. Das heißt, man kann das um den Faden herumkleben und wenn ich Glück habe, ja, es hält. Und wenn man jetzt einmal dagegen pustet, kann man alle Illusionen wieder rückgängig machen. Und jetzt wissen Sie. Ja, und nun